Terrorgefahr. Innenminister Thomas Strobel geht nach wie vor von einer hohen Gefahr durch islamistische Anschläge auch in Baden-Württemberg aus. Das machte er heute bei der Vorstellung des Landesverfassungsschutzberichts für das Jahr 2016 deutlich und hob dabei die Bedeutung der Behörde hervor. Der Verfassungsschutz ist wichtiger denn je. Wir haben eine Terrorlage, eine Bedrohungslage durch den islamistischen Terror in Europa, in Deutschland, auch in Baden-Württemberg. Laut dem Bericht werden in Baden-Württemberg rund 3.500 Islamisten beobachtet. Besonderes Augenmerk gelte dabei etwa 50 Rückkehrern aus Syrien und dem Irak.